RBB redet. Das Infotainment-Magazin mit Christian Becker. Am 5. Januar 2024 wurde Wolfgang Schäuble auf dem Waldbach-Friedhof in Offenburg beerdigt. 400 Trauergäste waren vor Ort beim Gottesdienst, unter anderem CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, der frühere luxemburgische Regierungschef Jean-Claude Juncker und Frau Prof. Dr. Heike Sprenghardt, Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden. Sie hat den Trauergottesdienst geleitet und gibt uns heute einen Einblick, wie eine Planung eines solchen Gottesdienstes für einen Staatsmann aussieht, wie der Kontakt zur Familie ablief und was für sie persönlich der emotionalste Moment an diesem Tag gewesen war. Fakten auf den Punkt gebracht, mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich. Das gibt es in dieser Folge. Ich hebe meine